Yo YouTube, was geht ab? Aber wieder am Start. Herzlich willkommen zur erneuten Folge hier in Minecraft Helden. Freunde, ich habe es mitbekommen. Leider ist gerade keiner online, Leute. Aber es ist auch schon ein bisschen später, Leute. Wir haben 7:30, wie ihr sehen könnt hier. Da, 7:30. Ja, Freunde. Ich habe es mir in die Kommentare schon gespammt. Ich habe es schon gesehen. Die Eistürme wurden angesprengt. Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Was soll ich euch sagen? Es sind mehrere Sachen passiert. Einmal irgendwie ein Tag vor dem ganzen Civil War Ding hat sich jeder dazu entschließen, irgendwie zu den Ampelkriegern zu kommen, weil die es irgendwie fair machen wollten. Jetzt heißt es 7 gegen 5, aber ist kein Problem, Leute. Wir werden nicht aufgeben. Wir haben schon die ersten Pläne geschmiedet, wie wir dagegen ankommen, Leute, weil jetzt müssen wir gegen eine Übermacht kämpfen, aber wie sagt man so schön, Leute, ne? Das ist ja schon mal das erste Kompliment, dass man uns nicht in einem Gleichzahl besiegen kann. Da müssen wir einmal gucken, Leute. Lohnt es sich, andere Leute noch aufzunehmen? Oder wollen wir mit kompletter, dicker Planung da reinhauen jetzt? Das sind wieder Fragen, die wir uns stellen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ich würde mal sagen, ich gehe mal erst zu den Eistürmen. Okay, Freunde, wir sind jetzt hier angekommen. Es wird langsam dunkel und hier sieht man es. Die haben hier bei uns gesprengt, Leute. War aber auch irgendwie klar. Das war klar, Freunde, aber ich sage euch ehrlich, es hat nichts gebracht, hier zu sprengen. Ja, mal ganz kurz unseren, hier, wo war das? Grafikeinstellung, Shader Packet, fertig. Ah, warte mal, Leute, ich habe, glaube ich, Dings noch nicht eingestellt. Ja, egal. Man sieht, Leute, okay, bei mir haben sie gut gesprengt, Leute. Bei Sue haben sie echt viel gesprengt, da sieht man noch ein bisschen TNT. Bei Awife haben die auch gut gesprengt und bei Rhiney halt, ne? Ist jetzt die Frage, Leute. Guck mal, ich bin euch ehrlich. Unsere Basen, Leute, das war Dekoration. Das war Deko. Das war einfach nur, um auch Minecraft-Helden schöner zu machen. Wir haben eine Base und so. Ich weiß, die haben es für ihre Rache gemacht. Ist für uns ja vollkommen okay. Oh, hier sind noch Sachen übrig. Okay, nice. Haben sie noch alles übrig gelassen. Wir haben da nur gesprengt, Leute, weil die da eine XP-Farm hatten. Ne? Die hatten eine XP-Farm und eine Skelett-Farm. Das ist natürlich ein taktischer Schachzug gewesen von uns. Und bei denen hat das jetzt nicht viel gebracht, bin ich ehrlich, Leute. Also, gut, wenn die damit happy sind, dann herzlichen Glückwunsch zu eurem ersten Mal, dass ihr was... das erste Mal, dass die Ampelkrieger was gegen uns mal machen konnten. Sonst hat es nie funktioniert. Weder die haben eine Fake-Base gefunden, dann haben wir mit Hops genommen. Wir haben die 4-0 im 1v1 auseinandergenommen. Und wir haben deren Base als erstes gefunden und Bangs die Rüstungen ausgezogen, Freunde. Also, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ist jetzt die Frage, wo könnten deren Rüstungen sein? Das nächste Ding, was noch da ist, Leute. Ganz kurz mal den kleinen Rabauken hier weggemacht. Das nächste Ding, was ist, Leute, Yami hat wohl mit einer AI und mit seinem Dings hat der Rhiney kopiert und Sue das Amulett abgezogen, Freunde. Oh, die haben hier bei Ente und bei IT gesprengt. Warum haben die bei Ente gesprengt? Ja gut, die haben gesprengt. Alpha Clan, wir waren wir. Denergy waren wir auch. Gomez haben die ja, glaube ich, irgendwie gemacht. Und Gomma auch krass, Leute, wie schnell der sich gechanged hat von, der ist bei Eiskrieger, oh, wäre so gern dabei und hat hier Ohio die, aber ist dann direkt zu den Ampelkriegern gegangen, einem Tag. Ja, Leute, irgendwie hat sich jetzt die Ampelkrieger mit 7 Mann gestärkt, aber ich habe da irgendwie Bock drauf, Freunde, ne? Ich sag euch ehrlich. Natürlich ist jetzt gerade kein Online außer Alpha Stein, Leute, aber Alpha Stein gehört zu niemandem. Ich sag euch ehrlich, Alpha Stein sehe ich jetzt noch nicht mal als, irgendwie als Gefahr da. Ja, Freunde, ist halt jetzt gerade so. Kommen wir aber, glaube ich, mit klar. Ich glaube, damit kommen wir noch klar, Freunde. So, okay. So, Leute, ich würde aber sagen, wir gucken uns mal ganz kurz an, wie Yami das gemacht hat. Okay, Freunde, wir gehen mal ganz kurz rein. Und zwar ist das an dieser Stelle. Er hat Rhiney das Herz gezogen. Es tut mir echt leid. Dann kommen wir jetzt zu meinem richtigen Plan. Ihr dachtet doch nicht wirklich, dass ich so eine Falle baue. Ich bin doch nicht blöd. Denn Leute, dafür müssen wir ganz, ganz weit zurückspulen. Eigentlich nur ein paar Stunden vorher. Aber dafür müssen wir ein bisschen zurückspulen zu einem Gespräch. Oder besser gesagt, ein Gespräch, was Rhiney hatte. Naja, nicht der richtige Rhiney. Ihr werdet es jetzt verstehen. Hm? Ja, spulen wir mal zurück. Film ab. Rhiney hat dich halt ehrlich auseinandergenommen. Ja, das stimmt. Rhiney nimmt dich immer auseinander, Bro. Moin, Mew Gaming. Ja, du hast recht, er hat mich voll auseinandergenommen.
Ja, das Amulett in der Hand gehabt, ich ne? Ich habe Yamis bekommen. Account gehackt. Ja, ich bin's, Briny. Und ich habe Yamis Account gehackt. Naja, hat er nicht, weil ich habe das mit einer kleinen AI-Version von ihm gemacht, die ich noch ein bisschen überarbeiten muss, aber heute wird's ehrenlos. So, Leute, wir sind als Briny, sind wir hier unterwegs. Und ich glaube tatsächlich, Sue ist online. Hallo, Sue. Warte mal, nee, ich kann ihn nicht schreiben, Leute. Es geht nicht. Ich muss einfach hingehen. Ich Schade. Glück, weil wenn ich jetzt schreibe, alles Sue, dann sieht er meinen Namen. Schade. Oh, Mann, was ist der Plan schiefgelaufen? Oh, oh. Ja, der wird safe bei den Eiskriegern, Dinger. Safe bei den Eiskriegern, Tauern sein. Da sehen wir die Tauern nochmal schön repariert. Ich hab's gecheckt, die Eiskrieger, ihr seid die Besten. Na gut, wir sind gleich da. Und jetzt muss ich einmal ganz kurz meine... Ich muss ganz sagen, Leute, das sind noch die schlimmsten Türme vom ganzen Server, oder? Also klar, die Powerberger Ritter gab es noch mit ihrer Burg, das war noch sehr schön. Da sind wir so zu hören, das war's. Die haben wirklich gar nichts gehabt. Voice change. Nur so ein Loch. Moment. Test 1, 2, hallo? Könnt ihr mich hören? Boah, krass. Ah, das funktioniert, okay, okay, wir gehen. Ja, okay, Leute, das hätte ich selber nicht erkannt. Alright, let's go. Eigentlich müsste ich, guck mal direkt bei seinem Turm einfach. Ist er das? Warum hat der ein Ampelkriegerschild? Sue? Sue! Hey! Schreibst, dass du erst in 5 Minuten kannst, aber doch hier bist. Ja, ich dachte, wir nehmen 5 Minuten dann auf. Bin eh gerade irgendwie so richtig. Ich hab 100, Bro. Ja, ich sag dir ehrlich. Was denn? Was denn? Warum? Keine Ahnung, ja, wegen dem Kampf. Ich hab dir ja erzählt, dass heute der Kampf ist und, Ify hat mitten im Kampf auf einmal angefangen zu weinen, Bro, und meinte dann so, ja, hier ist Ify. Ich will das echt nicht mehr, ich will nicht gebannt. Das Schlimme ist, heute ist Sue denn gerade wirklich erredet mit Briny, aber ich würde auch denken, ich hätte mit Briny geredet, wenn er so zu mir gekommen wäre. Ich wusste, dass der geisteskrank, diese AI-Sache. Halten wir es so, apropos Amulett. Ja, aber abgesehen davon, Bro, das macht doch gar keinen Sinn so, weil er hat die Rüstung einfach beschädigt. Das ist so... Ja, das ist echt unnötig, aber wegen dem Amulett mal. Ja. Ich hatte das ja für den Fight gegen Banks gegeben. Bro, ich bin mir das zu geben, nimm das. Bro, danke, ich weiß, gesagt, ich muss jetzt auch... Ich will das nur noch für diesen Kampf haben. Und ein anderer wollte in einen. Stimmt, wir hatten ja drüber geredet. Ich muss mich wirklich bei dir nochmal bedanken, jetzt außerhalb nochmal hier, also innerhalb der Aufnahme. Ah, Sue redet gerne und der hat ihm eigentlich schon alles vorgeplatzt. Er muss nur Ja und Amen sagen. Ich habe mich außerhalb tausendmal bedankt, aber wirklich vielen, vielen Dank, dass du mir überhaupt die Chance gegeben hast. Bro, wir sind doch beides Eiskrieger, aber ich muss jetzt auch tatsächlich wieder los. Guck mal, weißt du, was das Ding ist? Wir hören uns, ne? Was? Das Ding ist einfach, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sich das trotzdem cool an, weil keiner hat es geschafft, das auszulösen. Ja, irgendwie das bin ich jetzt selbstbewusster dadurch geworden. Ich werde jetzt einfach im Kopf so die ganze Zeit denken, keiner ich war gerade null nervös, ne? Ich war null nervös gerade. Ich war gar nicht nervös. Oh, du bist auch einfach stark. Du bist auch stark. Ja, stimmt. Ich werde jetzt sehr gut drauf aufpassen, damit niemand anderes es bekommt. Es wird niemand in die Hände bekommen. Das Ding ist, Alphastand hat auch die ganze Zeit gesagt, gib mir das doch einfach. Aber ich meinte, nee, die Eiskrieger werden das auf gar keinen Fall zulassen. So. Hey, Amulett, Nicht, dass das jemand klaut. Lass uns mal später mit den Eiskriegern treffen. Ich werde Lukas und Armin gleich nochmal Bescheid geben, okay? Boah, hab ich nicht so Bock drauf, aber... Ich sag dir ehrlich, wenn Armin das gleich erfahren sollte, boah, Armin wird richtig Alfie fertig machen, den Arm, ey, das tut mir schon leid. Ja, werde ich auch. Sozial. Nein, hör auf, sowas zu sagen, Bro. Macht nur Spaß. Gut, Bro, pass auf dich auf. Ich lock mich jetzt auch aus, ja? Jo, ich hab das Amulett, du nicht. Tschüss. Na, danke dir nochmal für alles, okay? Jo, danke fürs Amulett. Leute, ich komme nicht drauf klar, es hat geklappt. Oh, ich muss kurz die Stimme umstellen, Leute, einen Moment. So. Digga, ey, als ob das kleine. Geklappt hat, ich kann essen mehr und ich hab nur verhandelt. Ekelhafte. Leute, ich hab das. Als ob. Er ist Zombiefleisch, weil er nichts hat, Leute. Wow, aber man kann es auch ausstellen, ne? Oh mein Gott. Leute, das war's. Ich bin jetzt unbesiegbar. Und Leute, und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Moment, wo er diese Szene nicht gesehen hat. Also, das ist jetzt in der Vergangenheit, aber das ist in der Zukunft. Egal, bis gleich. Zurück denn, Leute, zur Gegenwart. Tatsächlich bin ich nicht. Der wurde da von Briny gekleppt und durch das Seelenamulett, was er hat, ist es jetzt geblieben. Aber was hat er mit dem Seelenamulett gemacht, Freunde? Hab ich die nicht mehr? Ich hatte doch Enderpearl. Hat er das Seelenamulett noch gehabt? Nicht mehr. Mein Ziel wurde erreicht und ich
benutzen Leute, aber mein Ziel mit den Antihelden war es tatsächlich, alle Spieler von 3 Herzen runter zu kicken. Und ansonsten beenden wir. Oh Gott, ich möchte das eigentlich gar nicht kaputt machen, Leute. Es geht hier auch schon richtig ab. Noch einmal. Ne? Ich habe das Seelenamulett. Ich habe einen der Eiskrieger gekillt. Einer meiner besten Pläne. Hiermit löse ich offiziell die Antihelden auf. Das war's. Die Antihelden gibt es nicht mehr. Mein Ziel wurde erreicht und ich werde dieses Projekt wahrscheinlich nicht gewinnen, aber ich werde jetzt mein Bestes geben. Ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, das zeige ich euch gleich, aber wir das Ende und damit beenden wir es. Ich traue mich nicht. Raus. Was hat er vor? Na gut, das hat nicht so funktioniert. Zweiter Versuch. Wir machen es nochmal. Aber diesmal auf diese Art und Weise. So, damit beenden wir eine Ära. Das war's mit dem Amulett, Leute. Was hat er vor? Haut rein. Tschüss, Amulett. Nein. Oh, das war's. Das Amulett ist weg. Ich hab mein so Ziel erreicht. So ein ekelhafter. Let's go. Ich hab mein Ziel erreicht. Oh. So, und Leute, ich hab auch hier mit 25 Gold. Ja, können wir auch direkt mal Goldöpfel machen. Irgendwo hat er Holz gebaut. Weil ich muss mich jetzt für den PvP-Fight rüsten. Ich hab zwar Full-Rüstung, aber tatsächlich... was mach ich da? Aber tatsächlich, oh, ich bin auch voll nervös vom Kampf oder beziehungsweise von meiner Falle. Goldapfel. Hier, achso, ich brauche ja noch Goldäpfel. Packen wir mal hier alles rein. Zack, zack. Der kleine ekelhafte Leute. Ich habe jetzt noch ein paar Goldäpfel, 29 Stück. Das wird nicht reichen, ich weiß. Ich werde jetzt noch farmen. Ich habe hier noch eine Höhle gebaut, wo ich farmen werde. Und ich werde echt alles geben, damit ich wirklich, wirklich, wirklich alles hinkriege. Und mit dem PvP-Krieg. Die neutrale Insel ist nicht mehr verfügbar und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns jetzt im richtigen Krieg. Und es tut mir auch unfassbar leid an alle Teilnehmer, dass ich euch eure Herzen genommen habe. Der kleine Ekelhafte. Naja gut, Leute, das ist also seine Vorgehensweise, aber das Ganze werden wir natürlich nicht unbeantwortet lassen. Yami, wenn ich dich irgendwo sehe, hättest du mal das Amulett lieber behalten sollen, weil wie wir sehen können, Freunde, hat er nur noch ein Herz. Okay, Leute, weil alle jetzt auch gerade wirklich offline sind und keiner gerade am Spielen ist und ich die einzige Person bin, dachte ich mir, wir nutzen die Zeit nochmal, jetzt die letzte Tierlist aufzumachen, Freunde. Also wenn ihr das nochmal kurz sehen wollt, seid gerne am Start. So, Leute, wir gucken mal ganz kurz hier. Könnte das Ding gewinnen? Stark geht so. NPC kann ich nicht einschätzen, Leute. Und ich muss leider sagen, Alphastein nach dem Fight mit Sio geht so. Muss ich leider sagen, Freunde, geht nicht anders. Geht nicht anders und ja. Gut, Leute, ich mache mich als letztes Awife. Leute, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Könnt das Ding gewinnen. Awife gerade sehr stark. Meine Prediction wird ein 1v1 gegen Banks machen, würde er sogar gewinnen, Leute. Awesome Elina würde ich sogar als stark einschätzen. Die kann PvP, bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Die ist auch vorbereitet, denke ich mal. Sie hat noch 2 Herzen. Das läuft auf jeden Fall ganz gut. Als nächstes Banks, Leute. Banks ist auch sehr gut vorbereitet. Der hat ja wirklich sehr viele Rüstungssets. Der hat Goldäpfel, der hat alles Mögliche. Der ist so gestackt wie ein Eiskrieger. Und aus dem Grund muss ich auch wegen seinen PvP-Künsten sagen, ist das denn jemand, ein Kandidat, der das gewinnen könnte? Gut, Leute, Blackjack, brauchen wir nicht drüber reden. Chaosflo von könnte gewinnen, hätte ich früher eingeschätzt, setze ich ihn nur noch auf stark, Leute. Er hat gezeigt, dass sein PvP gar nicht so dominant ist wie ein Banks zum Beispiel. Und der Wife hat ihn ja wirklich sehr dominant weggehauen. Deswegen würde ich Chaosflo erstmal auf stark machen. Und, gut, eigentlich die Herausforderung müssen die NPC. Und ich sehe, er hat nur noch ein Herz, Leute, einen Fehler und Flo ist komplett raus aus dem Projekt. Gut, Energy, ganz klar, NPC ist, kann man wegtun. IT, genauso, IT haben wir rausgeschmissen. Wer ist das denn jetzt hier? Ist das Yami? Keine Ahnung, wer das ist, Freunde. Weiß ich nicht. Gomme. Gomme, sehr unterschätzt. Ich sag sogar, ist einer der Kandidaten, der das gewinnen könnte, meine Freunde. Ist ein sehr starker Spieler und ja, echt gespannt, ob der da nochmal was reißen wird, ob der nochmal was machen wird. Ist jetzt ein Teil von den Ampelkriegern. Guck mal, das sind schon 4 Ampelkrieger hier, die jetzt gerade auch die ganze Zeit zusammen rumlaufen. Als nächstes kommt iCrimex. Leute, ich muss ehrlich sagen, iCrimex für mich einer meiner besten Freunde, aber in Minecraft PvP würde ich ihn erstmal auf Gezo einschätzen. Mit Training wird er wahrscheinlich gut werden, Leute. Er hat, glaube ich, 1-2 Mal trainiert und hat echt gut wieder Basics reingehauen und ist auf jeden Fall jemand, den man jetzt nicht einfach so auf easy peasy ganz schnell mal weghauen kann, dass man auch volle Rüstung hat und also man muss da aufpassen. Es ist halt je nachdem, wie viel Goldäpfel er dabei hat, wie viele Sachen der da hat und die er nutzt, kann Max ein bisschen durchhalten. Ente als nächstes, Leute. Ente schätze ich sogar stärker ein als Chaosflo und als Awesome Elina. Ich habe auch mit Ente schon ein paar Mal trainiert, also Ente kann das wirklich. Wenn er es schaffen würde, seine Nervosität zu bezwingen, würde Ente auch wirklich hochgehen auf könnte das Ding gewinnen, Freunde. Easy Cheesy kann ich gar nicht einschätzen, die hat gar nichts gemacht.
Ich weiß gar nichts über sie. Wirklich. Also ich weiß nur, sie baut. Das war's. Kianis, Leute. Kein Training, hat nur noch ein Herz. Ich müsste ihn leider auf G zuerst mal einschätzen. Und das Gleiche würde ich aber auch mit Gambo machen. Aber als Bester von Gezo. Russik habe ich besiegt. Hatte ich PvP gehabt. Lustigerweise habe ich sogar einmal mit ihm trainiert, Leute. Und ich muss sagen, Russik ist stark. Er hat da leider ein bisschen Fehler gemacht. Aber ja, ist halt jetzt leider so gekommen. Ryan Cole. Wenn es rein um PvP-Technik geht, würde ich ihn wahrscheinlich hier so nach vorne tun. Aber Leute, Ryan Cole hat sich leider nicht gut vorbereitet. Ne? Klar, er hat noch einen Job zu machen und so. Aber mit seinen Utensilien, die er hat, ist er nicht die größte Gefahr gerade, muss ich leider sagen. Ebenfalls läuft er mit einem Herz rum. Und wir haben hier derjenige, der ihn geschlechtet hat. Wir haben Reini. Reini würde ich hier einstufen, Leute. Und Reini hat ja Ryan Cole ja wirklich auch besiegt. Ja, und hat ihm sogar noch einen Fall gegeben. Einmal war so eine Situation, wo Ryan Cole überfordert war, weil er wo reingeflogen ist. Und Reini hat noch gedacht, er hat disconnected und hat ehrenhaft, hat er nicht einfach ihn eingeschlagen. Der hätte den Fight viel früher beenden können. Stani. Muss ich leider auf G zu machen. Überall Crymax. Hinter Alphastein noch. Der Junge könnte, wenn er trainiert, sehr gut werden, Leute. Aber Stani hat sehr, sehr, sehr viel zu tun. Kann nicht einfach so reingehen, Leute. Ja. Aber Stani, ich glaube, wenn er Training reinsetzen würde, sweaten ein, zwei Wochen, würde ich ihn hier schon oben sehen. Sue, Leute. Ganz klares Ding. Das Problem bei Sue und der Wife, Leute, ich will keinen vom anderen tun. Für mich sind die beide auf den ersten Platz und dann würde Banks kommen. Ja. Yami, Leute, brauchen wir nicht drüber reden. NPC verliert bald sein letztes Herz. Was er gemacht hat, geht nicht. Und wo würde ich mich einschätzen, Leute? Dadurch, dass ich Russik besiegt habe, müsste ich vor Russik kommen. Und ich sage es einfach mal, ich droppe den Call. Ich wäre auch ready für ein 1v1. Ich würde mich selber vor Orson Melina und vor Flo hinstellen. So. Das war meine jetzige Tierlist, Leute. Ich würde sagen, das war es gewesen. Wie Leute, gerade geht leider nicht viel auf dem Server ab. Alles sind offline, heute den ganzen Tag. Wir gucken immer wieder, ob irgendwer online ist, dass man ein bisschen Rundzug machen kann. Vielleicht kommen wir irgendwie fighten. Heute war leider nicht so ein Tag. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal, euer Amir.